So, einen wunderhübschen guten Morgen an einem Ostersonntag. Ich wünsche uns allen schöne Ostertage noch, haben wir noch heute und morgen, dann geht es wieder an die Arbeit. Und dementsprechend wollte ich dann heute mal den Zweiersitzer aufwerten mit den ganzen Aufbauten, die ich dementsprechend schon in dem Vierersitzer gemacht habe. Jo. Ja, ich meine den T6 als Zweiersitzer. Ja, Marco ist auch da. Er unterstützt mich mal wieder als Co-Moderator. Mal gucken, wie weit wir kommen. So, ein bisschen was vorbereitet habe ich ja schon. Alle die Neuerungen, die ich in dem Vierer gemacht habe, muss ich natürlich jetzt alles auch in den Zweier reinmachen. Also viel Kopiererei. So, hier fehlt natürlich auch noch komplett alle Änderungen mit dran. Wie ich sehe, ist das noch alles auf dem alten Zustand. Dementsprechend habe ich in dem Zweier alles noch zu tun, um das auf den vernünftigen Stand zu bringen. So, gut. Als erstes sollte ich mir mal die Maße von dem Zweier holen. Zweier. Page Nummer 6. So. Nehmen wir den hier mal als Vorlage, um die Maße zu kriegen. Das sind variable Maße und dementsprechend kann man damit arbeiten. Da ziehe ich mir mal auf den Bildschirm. Das kleiner machen. So, da habe ich jetzt die Größe 3,53 Meter für die lange Ausführung. Ja. Den muss ich kürzen. Auf 2,90 Meter. Das heißt, komplett alles andere muss ich dann auch kürzen. Dem muss ich ja auch noch ein vernünftiges Bild da reinmachen. Okay. Gut, dann fangen wir doch mal einfach mal an. 2,93 Meter. So. So, der hat einen Radstand von 3,40 Meter. Da liegen wir jetzt im Augenblick bei 4,84 Meter. Minus 3, 4. Mal bis dahin. So. Ich sehe gerade, die muss ich gleich löschen und neu machen. Da ist auch noch nichts. Ah, komm. Bevor ich jetzt damit anfange, mit dem alten Käse voranzugehen, fangen wir doch gleich damit mit den richtigen Sachen an, bevor wir uns wieder verhätscheln damit. So, den. Das kann man schön vermitteln. Ja, passt auch. So. So, dann
den einmal. Drahtgittermodell, fertiges haben wir. Einmal markieren und tschüss. Kommen wir damit gleich im Massivmodus. So, den. So, ich hoffe, ich habe jetzt alle markiert. Das werden wir sofort sehen. Ja, ich habe alle markiert. So, ein bisschen Abstand halten. So. Dann Brettchenkästen einmal aus, Brettchenboden einmal aus. So. Oh, was guckt denn da vorne durch? Ah, ja. So, dann machen wir das doch auch sofort vernünftig. Einmal abwählen. Drahtgitter. Massiv. Ungefähr bis dahin. Ach komm, dann machen wir das doch gleich richtig. Hinzufügen Mesh, Zylinder, Rotation Y 90, 0,4. Sollte das etwas mittig stehen. Etwas höher. Jawohl. Dann hätte ich den gerne Boolean. Differenz. Objektzylinder. Anwählen. So. Na, warum hat er das denn nicht gemacht? Hallo? Das Ganze nochmal. Differenz. Oh. Fail to set failure. Why? Ah. Okay. So, Aufbau 2er. Differenz. Zylinder. Anwenden. Och, Menno. Hat er mir das komplett gemacht. Ich will aber nur die Hälfte haben. Hallo.
Dann machen wir es auf die altbekömmliche Weise. EX. Dann machen wir es so zu. Soll mich doch nicht stören. Dann einmal F drücken. Fläche brauchen wir jetzt. Bim, bim. So, den müssen wir noch vorziehen. Zusammenfüllen. At last. Hat er nicht gemacht. Gittermodell, den und den. At last. At last. So. Massiv. So. So, einmal abwählen. Da geht der Modell nochmal. Entfernen Vertices. Die wollte ich nicht. Vertices. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Oi, schnuckelisch. Aber nicht in Gelb. Nee, nicht in Gelb. So, wo sind sie denn? So, wenn ich jetzt gerade schon mal hierbei bin, dann machen wir das doch gleich auch fertig. Einmal K. Das müsste der Punkt sein, richtig?
nimmt er nicht an. Warum nimmt er den nicht an? Er nimmt nicht an. Das bedeutet, ich würde mal sagen, es sind hier 59 Vertices zu viel drin. Dachte ich mir schon. So, wenn es dann nochmal machen. Das ist nämlich ein kleines Anzeichen drin, wenn ich mit dem Kneif keine Linie machen kann, dass da irgendwas nicht stimmt, was die Vertices betrifft. Kann man sich einfach merken. So. Dann machen wir ganz kurz den Start Display, damit man auch sieht, was ich hier tue an meiner Tastatur. So, die Fläche hätte ich gerne. Wo ist sie? Da ist sie. Einmal auf S, ein bisschen gleich. Einmal dahin. Ja, das passt besser. So. Also wenn Fragen da sind, was ich hier tue und was ich hier treibe, einfach in den Chat reinstellen. Verbesserungsvorschläge sind natürlich auch gerne gesehen. Also das hier mit der schwarzen Wand gefällt mir aber auch noch nicht so sehr. Sehe ich das noch nicht oder vertue ich mich da? Wo liegt die Fläche? Hallo, Fläche. Fläche. Ah, da liegt sie versteckt. Da drauf. Okay. So, das ist die Fläche. Einmal S, einmal G, einmal darüber.
soll das denn hier unten? Okay, ich mach nicht. So, dann dürfte jetzt der Innenraum etwas freundlicher aussehen. Ja. So. Das muss ich hier noch abändern. Den Rest muss ich auch noch gucken. So, jetzt geht's dann mal los. Welcome back. Wo warst du denn? So, wir haben jetzt hier ich fange die ganze Geschichte anders an. Das bringt mir jetzt hier sonst nirgends wie weiter. Nein, sichtbar. Tschüss. Sichtbar. Tschüss. 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 Da sehen, den brauchen wir noch. Das nennen wir jetzt um auf Rahmen 1. Strehen brauchen wir auch noch. 1. Rücklichter brauchen wir auch noch. Es gibt auch die 1. Rücklichter sowieso. Auch die 1. Scheibenblaulicht. Scheibenblaulicht. So, das gibt auch die 1. Scheiben hinten kriegt auch die 1, auch wenn ich keine Scheiben hinten mehr habe. Scheiben vorne kriegt die 1. So, das heißt ich sitze, das heißt sitze auf Deutsch. Aber ich brauche die gar nicht mehr. Tschüss. Die brauche ich auch nicht mehr. Tschüss. So, Spiegel. 1. Stoßfänger hinten. 1. So, die Wheels. Das sind die Hinterräder. 1 Unterstrich. Räder. So. 1 Unterstrich. Rad. Rechts. Rad.
links. What's that? Brauche ich nicht mehr. Ecklichter. Löschen. Haltung, Fenster, Ausschnitt, was ist das? Achso, das ist das gewesen. Wort brauche ich nicht mehr. Altballast. So, haben wir alles zugewiesen. Na, sieht doch schon mal lecker aus. Brauche ich das noch? An den Autos gibt es eigentlich keine Lautsprecher. Tschüss. 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 So, damit hätten wir den jetzt erstmal jungfräulich. Aufgebaut nur auf dem, auf der Grundversion. Ah ja, wieso ah ja? So. Jetzt geht die Geschichte nämlich los. So, brauche ich mal hier ein bisschen Sicht auf meine Konsole. So. Was brauchen wir? Den brauchen wir, den brauchen wir. 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 Sprung C. Song V. Wir fangen mal einfach mal klein an. So, noch gemarkert. Wenigstens die gleichen Abstände kriegen. So. Dann brauchen wir den einmal abwählen. Das Auspuffrohr brauchen wir. Hallo, lass mich dich richtig anmarkern. Ach komm, geh mal die Ansicht, dann sehe ich es auch besser. So. Zup. So, dann haben wir dann
So, das. Dann hätte ich gerne den hier als Vertikus. Kriegst du so angemerkt. Ja, kriege ich. Einmal Ausbruch verlängern. Erledigt. So, passt das mit den Abmaßen jetzt hier? Der hängt daneben, das hängt auch daneben. Das sieht auch gut aus. Das sieht auch gut aus. So. Bei dem gibt es keinen Cut. In EEP gibt es keinen Cut. Da wird gemauschelt. So, ich hatte ganz vergessen. Ich habe ja schon Stream Raiders vorbereitet. Dann gehen wir doch gleich mal ganz kurz rüber. Bevor ich mich hier ganz in dem Käse vertiefe. Dann starten wir doch mal Stream Raiders noch nebenbei. Kann das noch mitlaufen? So, Starting Battle. Gehen wir mal hier hin. Machen wir das mal da fertig. Ihr euch da oben auch noch austoben könnt. Einmal so. So. Dann kann das nämlich jetzt nebenbei noch laufen. Muss ich mir die Mod-Ansicht wiederholen. So, mein Bot will was? Ja, okay. Gut. Dann können wir wieder auf live zurückschalten. Natürlich will ich das. Warum auch nicht? Bis es dahin soweit ist, das dauert noch. Ja, du willst Subs haben. Kann er nur nicht verteilen, weil ich noch nicht an die Fernte bin. Ist gut, nicht? So, das heißt, jetzt haben wir erstmal den Grundaufbau fertig. So, dann kann ich jetzt dann gucken. Die Aufbauten rüber zu kriegen. So. So, was brauche ich denn alles? Fangen wir oben an. Oh, ich höre es schon hupen. Lass mich mal ganz kurz Lucky Lucky machen. Jo, es hat sich jemand verirrt zu mir. Super. Was brauche ich denn jetzt alles? Ich brauche eigentlich alles. Das heißt, ich mache erstmal hier alles aus. Würfel.
Habe ich was gestern nicht umbenannt? Das ist 8. Oh, und das trägt Alter. Jo, bis nachher. Mach dich mal schön lang. Okay. So. Kurz mal eins, was ist der Unterschied? Ah, das war der. Ja. Und das ist die lange Ausführung. Das heißt, den kann ich eigentlich löschen. Den brauchen wir nicht mehr. Das ist hier für den Brötchenbohnen, das ist der lange. So. So, I'm a strong. Strong V. So. Weil hier sieht man auch schon den Unterschied, die Höhe schon wieder ganz anders. Weil das dementsprechend bei dem anderen Modell schon angepasst ist. Dazu mache ich mir jetzt einmal kurz massiv. Um zu sehen, ob das auch von der Höhe. Ja, passt auch von der Höhe. Weiter. So. Das Ganze mal umändern. Ich bin noch auf Vertices. So, den hätte ich gerne einmal, den hätte ich gerne einmal. Was? Wieso liegt der denn? Das stimmt hier nicht. Hallo? Ach, da hat sich irgendwas verschoben. So, den will ich. Gut. Moment. Ne, das können wir so nicht machen. Einmal den, einmal Drahtgittermodell, einmal B, alles anmarkern. Wieder zurück.
So wird ein Boot raus. So, und den Abstand noch hinkriegen. So. So. Dann einmal abwählen. Das ist kein kurzer mehr. Einmal ins Pritschenboden. So. Dann hätte ich gerne. So. Die Pfosten, die Heckklappe, die Rückwand, den Aufsatz. Die Pfosten, den Pfostenaufsatz, Seitenteil. So, den. Strom C. Wow. So, jetzt müssen wir das ganze andere auch verschieben. Achso, da kommen die Pfosten noch davor. Ich habe gerade schon gedacht, warum habe ich da einen Versatz drin? So. Dann nochmal zurück. So. So, den brauchen wir. Seite links, Seite rechts. Und C. Vernachlässigen, den brauche ich später. Moment. Bevor ich jetzt was Verkehrtes mache, fangen wir erstmal damit an. So, das Ganze hätte ich gerne als Drahtgittermodell. Dann das B. Sieve. So, dann hätte ich gerne den da. Umschalten. Ah, ich sehe gerade, hier fehlt noch die Seitenteile dran. Okay, kümmere mich später drum. Muss ich auf meiner Liste machen. So.
Texturi. Jo. So. Oh. Das ist natürlich nicht gut. Okay, wo ist er? Hallo? Ach, da bist du. Sollte, wenn dann auch in der gleichen Farbe sein. So. Sieht doch schon nach was aus. So, dann hätte ich gerne davon einmal ein Picture. Einmal Screenshot abspeichern. So. Number 2. So. Vierzehn. So. Aufbau. Hatte ich den noch nicht geändert? Mecker jetzt erst. Ach ja, richtig. Ich habe die Pritsche hier unten verlängert. Oh. Okay. So, dann sind natürlich auch die Türen falsch. War ja klar. So, dann brauche ich einmal die drei Sachen. 1, 2, 3. Strong C. Einmal dahin, Strong V. Oh, mit der Textur sehe ich das nicht. So, dann gehen wir einmal dahin. Den können wir abwählen. Vertikes Drahtmodell. Einmal B. Einmal verlängern. Auf Massiv. Come on.
ein bisschen Farbe hätte ich gerne. Jawohl. Ja, passt. Foto hätte ich gerne. Abspannen, Screenshot. So, tschüss. So. Zack, zack, zack. So, jetzt wird's interessant. Und die. So ein Unterschied, wo die hingekommen sind. Wunderbar. So, dann haben wir den Aufbau. Ja, ist so. Das war 4, ja. So. Dazu. Die Rückwand haben wir ja schon. Pfosten. Ich glaube, ich hätte das etwas anders gemacht. Pfosten auch. Ja. Gut, das meist macht es auf der Seite. Anders. Strom C. Strom V. Dann brauche ich einmal die Pfosten von der Pritsche. Und die Heckklappe. So. Ja, Drahtgittermodell.
Gehst du raus? Okay, mach das. So. Texture. Sind fleißig gesetzt, finde ich gut. So. So, dann können wir das soweit. Das hätte ich jetzt gerne ein bisschen größer. Fünf. So, dann haben wir das soweit dann alles mit drinnen. Achso, ich hab's doppelt benannt. Deswegen. Das stimmt. Aber hier habe ich jetzt doppelt drin. Why? So, und doppelt gemoppelt brauchen wir nicht. Zack, zack, weg. So, Seitenteile, das haben wir. Rückwand, Aufsatz, Pfostenaufsatz, Untenaufsatz, Seitenteile, jawohl. So. Den weg.
So, Spriegel. Rechts, hinten offen. Den lassen wir es weg. Rechts oben. Den brauchen wir. So, Sprung C. Sprung V. Ui, fertig. So, dann können wir auch rüberschalten zu Stream Raiders. So, was haben wir denn gesetzt? 10. Das wird ein bisschen schwierig werden. I'm starting battle. Neun zu sechs. Ui, schaffen wir doch noch. Wow, super. So, wer hat gewonnen? Diddeldumpel. Hervorragend. Glückwunsch. So, back to map. Da habe ich noch was gekriegt. Gut. So, wo gehen wir lang? Hier unten lang. Das ist ein Bronze-Set. Das ist auch ein Bronze-Set. Ja, gehen wir hier unten. Starting Battle. So. Packen wir uns einmal da unten hin. Wenn jemand Lust hat, da hinzugehen. Soll das machen. So, viel Spaß für die nächste halbe Stunde. Und wir gehen live wieder. So, wo waren wir stehen geblieben? So, damit wir jetzt nicht durcheinander kommen, dazu gehört der Aufbau klein. Dazu müssten wir jetzt die Pfosten ausmachen. Weil wir haben ja schon einen Spiegelpfosten da. Setzt. Gut. So, das kommt jetzt natürlich zustande, weil ich ja hier unten eine andere Größe habe. So, das heißt, wir nehmen jetzt einmal die Spriegel erstmal weg, damit wir nur die Pfosten haben. Die Pfosten, och, sind schon angewählt. Das ist ja super. So,
genug. So. Den können wir ausblenden. Fangen wir mit rechts an. Da hätte ich gerne das Drahtgittermodell wieder. Massiv. So, hinten ist soweit okay, das haben wir ja schon gemacht. Dann das linke Seite einmal abwählen. Anwählen. So, Drahtgittermodell einmal anwählen. Massiv. Einmal zurück, die ich angewählt habe. Ein Stückchen vor. So. Einmal abwählen. So, dann haben wir einmal die Deckel. Drahtgittermodell einmal anwählen. Und wieder zurück. So, dann gucken wir uns das Ganze mal in Textur an. Ja. Drei Zuschauer habe ich. Okay. Wird mir natürlich nicht angezeigt. Wer ist normal? Ach, der Matthias Bier ist auch dabei. Willkommen. So, dann machen wir nochmal die Seitenteile dazu, damit das auch passend dazu aussieht. Ja, kann sich doch schon sehen lassen. Schick. So, wie immer, ein kleines Abbildfoto abspeichern, Screenshot, tschüss. Jupp, gefällt mir. So. Machen einfach nur mit Pritsche hinten drauf. Warum nicht? So, dann hätte ich gerne den wieder. Den aus. Ach so, jetzt kommt die ganze Geschichte mit dem Lampengestell. Und den Spiegel groß. Okay. Hinten offen. Okay. Den, einmal den. Ach, das Glas war das, was mir da fehlt. Das Glas. Strong C.
Oh. So, können wir den abwählen. Auch den nochmal. Was ist das hier? Ein schwebender Vertikuspunkt. Na toll. So, Drahtgittermodell. B. Massiv. Lassen. So. Gut. Dann hätte ich jetzt gerne Spiegel hinten. Oh, warte, ich habe eben gerade eben einen vergessen. Hinten offen. Auf der 6. Nicht, dass ich den dann auch vergesse. Dahin einmal auf. Gut, das war 6 hinten offen. So, dann machen wir das doch gleich richtig. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, dann haben wir den auch ausgerichtet. So, bevor ich den dann auch wieder vergesse, so, den weg, den hin. So, C. Dann brauche ich den hinten geschlossen weg. Aus. So, dann brauche ich die die Rückseitenteile. Kurz links, kurz rechts, die brauche ich nicht. Ich brauche die langen. So, die Heckklappe. So, gehen wir wieder auf Vertikus, Drahtgittermodell, einmal alles anmarkern,
sind sogar schon angemarkert. Oh, das ist doch... Erleichtert mir die Arbeit. Angemarkert. Okay. Ich wehre mich nicht dagegen. Nein, tue ich nicht. So. So, dazu brauche ich dann die Rückwand, den so. Dann haben wir nämlich jetzt das Phänomen, dass hier ein Löchli ist. So. Da hatte ich aber... Osten den Strom C. Falschen Strom V. So, damit ich es besser sehen kann. Weg. So. Umbenennen. Das war die 7, das gehört dazu. So, schon ist das Loch closed. Rechts, links, hin, offen, links, oben. Einmal mit Textur bitte. So, falls jemand das gemerkt hat, warum er so lange gebraucht hat, um die Textur reinzuladen. Das ist das Phänomen, das sich hier tut. Okay. Dass hier die Textur noch auf einem anderen, größeren Textur liegt. Das muss ich jetzt im Nachhinein noch ändern. Aber dazu muss ich erstmal Platz finden auf der Textur hier. Da muss ich jetzt erstmal sehen, wie ich das hinkriege. So. Das ist der jetzt mit der längeren Ausführung. Einmal Foto bitte. Einmal Screenshot speichern. Die Variation mit der Lampe dran. Einmal neu. Speichern.
So. Das war jetzt die Nummer 7. Das wird immer noch fleißig gesetzt, finde ich gut. So. Das war die Nummer 7. Den da oben können wir auch mal ausmachen. So. Knappengestellhalter, Pritsche Rückwand. Aufsatz. Das ist der große. Spiegel groß. So. Dann fangen wir damit erstmal an. So, ich brauche den, ich brauche den, ich brauche den, ich brauche den, ich brauche den kleinen. Ich brauche den, ich brauche den. Und das Lampengestell. So. Die kann weg, der kann weg. Strong V. Hallo? Gemacht. Into Buffer. Okay. Ah ja. Er hat was zum Rechnen gebraucht. So, dann machen wir das einmal so. So, den einmal anmarkern. Der Radgittermodell. Einmal das auswählen. So, den, die Lampen, die Halterung. So. Das angepasst. Dann brauchen wir jetzt die Spiegel. Hatte ich eigentlich eben den 7 hinten offen auch kopiert. Nicht, dass ich den wieder vergessen habe. 7 hinten offen, ja, habe ich doch kopiert. So.
So, einmal alles abwählen. Rechts, links, in die Waffen. OB. Den noch S. Das ist aber jetzt verkehrt. Hallo? Spiegel, hinten offen. C, kopierte Buffer. So, V. So, jetzt hat er es richtig gemacht. So. Moment, warum ist der denn hier oben angemarkert? Oh nee, bitte nicht. Links oben, Fenster aus, nicht. Hinten, okay, hat er gemacht. Ich habe gedacht, er hat es da rein kopiert. Das wäre jetzt natürlich ein Worst Case gewesen. So, Spiegel hinten ausschalten. Oh, wo uns noch den hinten offen. Kopie durch Buffer. Strong V. So. Auch drin. Okay, dann passt das. Nicht Material, Textur will ich haben. Jo, hat er gemacht. Einmal massiv wieder, dann kann man das besser sehen. Da hat er es jetzt nicht reingesetzt, aber nicht so schlimm. Bin ich schon auf Vertices? Ja, ich bin auf Vertices. So, massiv. So. Oh, das ist schon angemarkert. Das ist super. Machen wir mal die Kiste zu. Oh, auf Anhieb getroffen. Jo. Das ist doch klasse. So, da ist es natürlich nicht angemarkert.
So, einmal den, einmal massiv. So, ist auch angemarkert. Oh, ein bisschen Farbe hätte ich jetzt gerne. Zup. Jo. Einmal mit Hochsprigel. So, 1:18 haben wir noch. So, Delle. Foto. Einmal abspeichern, speichern, tschüss. Den und den ausschalten. Den Halterung auch ausschalten. Speichern. Jo, ist doch nice. So. Stream Raiders is ready. Dann gehen wir doch gleich rüber. So, was haben wir denn? 13. Okay. Starting battle. Elf zu 16, 11:10 zu 15. Oh, wir sind schon tot. 9:15. Ups, der ist direkt ins Messer gelaufen. Das werden wir nicht gewinnen. 8:13. Und 7:13. 6:13. 5:4. 3:2. 1. Los. One Token habe ich noch. Na, super. Okay. Gehen wir diesmal darum. Gut. Dann gucken wir mal nach, dass wir das dann jetzt beim zweiten Anlauf besser machen. So, das ist aber auch dann die letzte Runde Stream Raiders. Gleich kommt Field Shifty. Da muss ich wieder dort an Bord sein. Ich habe auch richtig Bock drauf, WoWS zu spielen. Und dementsprechend mache ich dann meinen Stream erstmal dann zu Ende. Außer Mittagessen, ja, kommt dann auch wieder noch dazu.
Gut, ich mache einen ganz kurzen Break. Bin gleich wieder da. So, dann bin ich wieder. Können wir dann. Ah, es wird weiter gesetzt. Schön. Gucken, ob wir die Runde dann in der Richtung dann hinkriegen. So, dann brauche ich mein Keyboard. So, wir haben jetzt den Spiegel und so weiter alles fertig. So, was fehlt mir noch? Ich glaube, bei der anderen Ausführung waren wir jetzt bei 8. Soweit durch. So, was hier noch fehlt, ist das Lampengestell komplett. So. Dann brauchen wir einmal den. Und die großen haben wir alles. 1, 2, 3, 4, jawohl. Strom C, Copy to Buffer haben wir. So. Gibt natürlich hierbei jetzt ein Problem, weil das passt bei dem Aufbau überhaupt nicht darauf. So, dann brauchen wir. Habe ich noch zwei vergessen. So, britische Seitenteile auch weg. Den Kasten kurz.
jetzt. So, Strong V. So, Anlagenmarkert haben wir noch. So, passt das nämlich auf dem Kasten drauf. Wenn ich da den Spiegel mit dazu nehme. So. Einmal den. Den wollte ich haben. Ja, dann passt das auch von der Höhe her. Hinter vom Einklappen her. Das waren nicht die richtigen. Das waren die langen. Seitenteile kurz, da waren sie. Ja. Passt. So. Damit wird das dahinter gesetzt. Speichern. So, das Ganze kann man jetzt natürlich auch übertreiben, wenn man noch den und den dazu schaltet. Könnte man auch machen. Aber das sollte erstmal so reichen. So. Das Ganze in der offenen Version. Yep. So, haben wir denn jetzt alles gemacht?
Auspuff ist dran. Tunnel ist gemacht. Das ist auch fertig. So, brauchen wir dann jetzt nur noch das abzuändern. Ja, komm, machen wir sofort. Sonst wird es wieder in Vergessenheit geraten. Entfernen Flächen. So, jetzt ein Loch. So, dann gehen wir hier hin. Texture. Den einmal. Den einmal. Einmal auf P. Strong V. Ne, einmal alles abwählen. Den. Den. Zusammenfügen. Noch gut, dann hätte ich gerne einmal hier den und den zusammengefügt. Einmal den, einmal den Strom C. So, dann haben wir das auch erledigt. So, was hatte ich denn jetzt noch in dem geändert? Außer die Blinker. Ganz scharf überlegen. So, einmal gelöscht. So. Waren wir rechts, waren wir links. Gehäuse. So, dann machen wir den und den mal aus, weil darunter
weggemacht. Die habe ich weggemacht. Okay. Wie machen wir das denn jetzt nochmal? So, Gehäuse waren blindlings rechts, links. Was war das jetzt nochmal? Das kann weg. Ah, das sind die vorderen. Okay. So, blinke links. Dann ist das der. Dann ist das der. Aber die hatte ich hier doch anders genannt, oder nicht? Ja. Ah, den und den einmal C. Löschen, löschen. So, V. Damit wir das einheitlich haben. So, wie gesagt, da ändere ich noch die Textur, das ist mir zu einheitlich gelb. Das muss ich gucken, ob ich da noch was anderes finde. Auch hier vorne die Blinker, das muss ich auch nochmal mit der Textur anders hinkriegen, weil das ist mir zu clean. Gut. So, Manneke ist nur noch. Moin, moin. Wieso moin, moin? Phil Stifti ist live. Na, super. Fängt heute etwas früher an und ich habe noch 11 Minuten. Okay. Dann muss er die 11 Minuten jetzt warten, bis ich in seinem Stream reinkomme. Gut, das kann man dann entsprechend so lassen. Halterung brauche ich nicht reinzubauen. Das bringt dann nicht sehr viel. So, es ist die Frage, lasse ich den Radstand so sein? Kümmere ich mich jetzt nur noch um die verschiedenen Aufbauten. Ich denke mal schon, weil jetzt hier einen langen Radstand zu machen, bringt nicht sehr viel. Aber es gibt ja noch so viele Möglichkeiten, was den Aufbau hinten betrifft. Von daher lasse ich das jetzt erstmal. Es gibt natürlich noch die Möglichkeit, dass ich die Geschichte... Ich blende das mal kurz ein, weil die Pritscher Einzelkabine gibt es auch noch die Möglichkeit auf 2,50 Meter runter zu gehen, das heißt 40 cm an Unterschied in der ganzen Kürze zu machen. Muss ich mir echt noch überlegen. Weil im Augenblick bin ich auch 3,40 Meter vom Radstand. Auf 3 Meter den Radstand zu machen. Wie kurz wäre das denn? Minus 3. Und dann bei 2,50 Meter
2,50 Meter Pritsche auch nochmal 40 cm ab. Das wäre so viel. Also das muss ich mir echt noch überlegen, ob ich das mache. Sich der ganze Aufwand lohnt, nochmal eine kürzere Version davon zu machen. Oder sich einfach nur zu beschränken, was den Aufbauten betrifft. Nicht ganz einfach. Ja gut, aber da muss ich mir noch die muss ich mir noch Gedanken drum machen, was hier die Größe betrifft. Discord geht schon wieder ab. Okay. Ah, da muss ich mir Gedanken noch drüber zu machen. Kobold. Nein, keine kürzere Version, die jetzt schon fast würden schon viel abdecken. Okay. Dann mache ich mir keine Gedanken mehr darüber. Mache mir nur noch Gedanken darüber, was ich für Aufbauten noch zusätzlich mache. Zu dem anderen. Das heißt, ich wäre dann schon jetzt mit der Grundversion in dem Punkto fertig. So, 6,5 Minuten noch. Ja. Oh, es gibt ja noch so viele schöne Aufbauten, die man jetzt noch realisieren könnte. Gerade in der Zweiersitzform. In der Vierersitzform gibt es nicht so viele, aber in der Zweierform. Aber damit kann man ja auch schon leben. Habe ja dann heute schon einige Versionen damit realisiert. Ja, darfst du dir Gedanken machen zu den Aufbauten? Ja, ich habe vorhin einen gesehen und der fährt auch hier in Wiesbaden rum. Der ist nur für den Leeren der Abfalleimer zuständig. Das fand ich dann auch ganz witzig. Gucken, ob ich den irgendwann mal zu Gesicht kriege, dass ich den abfotografieren kann. Es gibt noch so viele Möglichkeiten. Aber jetzt habe ich ja schon mal einiges erreicht, was den Zweier betrifft. Das sind ja schon wieder einige Versionen an Autos. Ja, ich glaube, ich habe alles jetzt, oder? Kommt mir so vor, als ob ich irgendwas vergessen habe, vom Vierer mitzunehmen. So, die Sache habe ich mit übernommen, die Sachen habe ich übernommen, die habe ich übernommen, die habe ich übernommen, die habe ich übernommen. Nee, dann. Die Blinker habe ich übernommen. Das Gelblicht habe ich übernommen.
Die Rückwände habe ich abgeändert. Na, was mir noch nicht hier so gefällt, ist das hier. Das ist mir zu. Das sieht nach einem Dorning aus. Da muss ich auch noch mal dran gehen. Ne, dann scheine ich doch alles übernommen zu haben. Ah, da wird noch gesetzt. Okay. Okay. Wieso blockiert mein Nightbot die Ankündigung von Filzstifte? Okay, nun muss ich dann auch nochmal gucken, dass er das mal unterlässt. Ja, Marco, alles klar. Ne, dann haben wir das soweit doch schon erledigt für heute. Ist doch. Super, dass wir es in der Zeit geschafft haben. So, 2 Minuten noch. Oh, da wird noch gesetzt. Okay. Ich freue mich schon darauf, das Ganze mit Funktionen zu versehen. Ich muss noch die Dinger hier abtrennen. Das Kennzeichen PNG nochmal neu machen. Ja, die sind aber schon vorgefertigt. Von daher sollte es funktionieren. Gut. So, 1:20. So, das ist auf der 11. Das ist gut. So, an den Kipper muss ich dann auch noch dran gehen. Hier muss ich noch die Textur machen. Das sind aber Kleinigkeiten. So. Noch 30 Sekunden. Gut, das heißt, das nehme ich nochmal auf meinem blauen Zettel. Dann muss ich nochmal die Seitenteile komplett kontrollieren. Da waren noch Löcher drin. Das muss ich noch schließen. Ist aber auch kein großartiges Ding. So, Stream Raider ist ready. Gut. Dann gehen wir doch gleich sofort rüber. Einmal Livestream Raiders. Na, da ist er. So, was haben wir denn? 8 Allies. Na, wenn wir nicht weiterkommen, oder? Dann starten wir mal. Was haben wir denn bei den Gegner? 6. Na, das sollten wir ja schaffen. Mit einem Schlag kaputt. Ein Schlag kaputt, 6:6. Meiner ist auch schon kaputt, 4:5. Habe ich mit meiner Prognose dann doch etwas zu weit vorgewagt. Hm.
Manuela haben wir mit drin. Ne? Ja, und jetzt, wenn die vorlaufen, werden wir das nicht schaffen. Ein Schlag, ein Schlag, ein Schlag. Und der Healer kann auch nichts. Okay. Wir flust. Gut. Gut, wie schon angekündigt, war es das erstmal für heute. Ich muss rüber zum Filzschiff-Team und mal sehen, was es dort eben gibt. Werde noch weiterhin streamen machen, aber mit Pausen, weil ab nächste Woche muss ich wieder arbeiten. Dementsprechend wird es etwas weniger werden von der Zeit jetzt her. Gut, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Würde dementsprechend euch mal rüberschicken, auch zum Phil Shifty als Raid. Mal ganz kurz gucken. So. Gut, dann schicke ich euch rüber. Alles klar. Ich wünsche euch was, einen schönen Sonntag noch, einen schönen Montag noch und dementsprechend vielen Dank fürs Zugucken. So, und einmal Raid rüber schicken und tschüss.